Herzlich willkommen bei Rennrad News. Wir sind hier an der schönen Côte d'Azur in der Nähe von Estarel auf einer Gravelstrecke. Traumhafte Gravelstrecken hier und wir testen drei Gravelbikes. Absolute Bestseller Gravelbikes mit Aluminiumrahmen von Bergamont, von Rose und von Cube. Hier vor mir steht das Grandurance 8 von Bergamont. Es ist das Topmodell der Aluminiumbaureihe für 1.999 Euro und kommt mit Shimano GRX-Antrieb. Wir haben es für euch getestet. Alle Infos zum Rad und unseren Testeindruck erfahrt ihr jetzt hier im Video. Mit der gemusterten Gabel ist das Bergamont Grandurance der bunte Hund im Test. Unser Testrad kostet 1.999 Euro und ist das teuerste Modell aus St. Pauli, das mit dem Alu-Rahmen-Set mit Vollcarbon-Gabel kommt. Es ist zugleich das einzige mit Einfachantrieb. Übrigens ist unser Modell nur in Purpur Metallic zu haben, wie hier zu sehen. Schauen wir uns den Rahmen genauer an. Er bietet viel Platz für dicke Reifen. Bis maximal 50 mm in 700C passen rein. Die höchste Reifenfreiheit im Test. Die Ausstattung mit Montagemöglichkeiten lässt keine Wünsche offen. Auf dem Oberrohr, unter dem Unterrohr und an der Gabel gibt es Haltermontagemöglichkeiten. Auch Schutzbleche und Gepäckträger und Licht sind nachrüstbar. Wie ist die Ausstattung ansonsten? Unser Bergamont Grandurance 8 im Test besitzt eine 1x11-Schaltung mit einem Mix aus Teilen der Shimano GRX Gravel-Gruppen. Die 1x11-Gänge sind am Grandurance 6 so ausgelegt, wie es bei solchen Gravel-Bikes derzeit leider üblich ist, mit 40er Kettenblatt und Kassette mit 11 bis 42 Zähnen. Das ist gut für Spaß auf der schnellen Gravelrunde. Für lockeres Pedalieren mit Gepäck auf Waldwegen braucht es aber leichtere Gänge. Bergamont gibt dem Grandurance ab Werk schon ziemlich dicke Reifen mit. Die Schwalbe G1 Byte in 45 mm schaffen eine ordentliche Komfortgrundlage. Sie liefern mit ihrem Profil auch guten Grip auf dem Kies- und Waldweg und laufen auf Asphalt leicht. Kein herausragendes Plus ist der verbaute Laufradsatz. Die Sitzhaltung fühlt sich ähnlich an wie auf einem Endurance-Rennrad, durchaus langstreckentauglich, aber nicht so aufrecht wie etwa am Rose Backroad. Das Grandurance 2022 besitzt die progressivste Geometrie in diesem Vergleich. Bedeutet, es macht am meisten Anleihen bei aktuellen Mountainbike-Geometrien. Ein betont flacher Lenkwinkel und lange Kettenstreben sollen für souveränes Fahrverhalten Offroad sorgen. Kommen wir zum Fahrerlebnis mit dem Grandurance 8. Auf den schlechten, mit großen Brocken gespickten Gravelwegen folgt es zielsicher den Lenkbefehlen. Es bringt Ruhe, auch wenn es mal schneller bergab geht. Gut liegt ihm auch das gelassene Geradeausgraveln. Lässig fahren, locker pedalieren und dabei einen Snack aus der Oberrohrtasche verspeisen, das macht die Grandurance-Geometrie leicht. Im Gegenzug wirkt das Grandurance etwas schwerfälliger, wenn es auf schmaleren Pfaden im Wechsel aus Bremsen und Antritt durch die Kurven manövriert wird. Ein Spaßverderber ist es jedoch nicht. Wer länger im Sattel sitzt, profitiert von einem leicht gesteigerten Komfortgefühl. Eine Sänfte wie das Backroad wird das Bergamont dadurch auch nicht. Kommen wir zum Fazit. Das Bergamont Grandurance 8 tut sich im Test besonders mit seinen Bikepacking-Qualitäten hervor. Sein Fahrverhalten ist konsequent auf entspanntes Graveln ausgelegt und die Montagemöglichkeiten suchen im Bestseller-Vergleich ihresgleichen. Auch Offroad macht es Spaß, beim Komfort reicht es aber nicht für die Verwöhnpackung. Echte Schwächen hat das Grandurance 8 nicht. Besondere Vielseitigkeit ist gefragt. Dann ist ein Downgrade auf das Grandurance 6 vielleicht ein Tipp. Hier gibt es die gleichen Vorteile mit dem Übersetzungsbonus des Zweifachantriebes für weniger Geld. Ja, das war's vom Bergamont Grandurance 8. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da und abonniert den Kanal, wenn ihr auch die anderen Videos sehen wollt und zukünftig alle Videos von Rennrad News sehen wollt. Danke fürs Zuschauen.